Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nils Bastel Modellbahn. Wie ihr seht, nähert sich diese Anlage langsam der Fertigstellung. Es fehlt nicht mehr viel, es fehlt noch hinten der Hintergrund. Und das Ganze zusammenzuschrauben, das ist jetzt nur drüber gestellt. Aber ansonsten wäre es fertig. Was habe ich seit dem letzten Mal getan? Zum einen die Landschaft fertig gemacht, zum anderen diese Kiste konstruiert und hier oben einen LED-Streifen eingebaut. Der LED-Streifen ist auch über den ESP kontrollierbar, über den Wi-Fi-Chip. Derzeit geht er nur an und aus, aber prinzipiell kann man dann auch Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und verschiedene Farben und alles machen. Das sind alles RGB-steuerbare LEDs. Und die könnte man prinzipiell dann auch per Webseite oder sowas zum Beispiel fernsteuerbar machen, dass man auf Nachtmodus umschalten kann oder ähnliches. Die Landschaftsbegrünung sind einfach mit diesen üblichen Woodland Scenic Schaumstoffflocken erstmal eine Lage und dann mit statischem Gras drüber. Und zum Aufbringen dieses statischen Grases gibt es eigentlich diese professionellen Gras-Tools, also den Gras-Master und Gras-irgendwas, wie sie alle heißen. Die kosten 100 bis 150 Euro und das finde ich immer ziemlich happig. Deswegen habe ich mir da auch was selber gebaut. Was statisches Gras eigentlich nur braucht, ist, dass zwischen der Dose, wo das Gras aufgebracht wird, und der Anlage eine Hochspannung erzeugt wird. Und diese Hochspannungserzeuger sind schweinebillig. Also das sind einfach nur ein paar Spulen und ein paar Kondensatoren. Und deswegen ist das alles nicht so wirklich kompliziert. Was ich gemacht habe, ist, ich habe mir so eine elektrische Fliegenklatsche gekauft. Kosten 2-3 Euro im Ramschladen. Da sind solche Hochspannungserzeuger drin, werden einfach mit zwei Batterien betrieben. Was man macht, ist, man nimmt hier diesen oberen Teil, schraubt den ab und lötet hier die Kabel weg, die da dran hängen. Also hier in diesem Fall bei der Variante zwei schwarze, ein rotes Kabel. Und an die Pins, wo dann diese Kabel dran waren, lötet man sich dann einmal ein Kabel und zum anderen ein Sieb. Also das hier ist jetzt einfach ein Küchensieb. Und hier dann einfach ein Kabel. Das Ende hier hat eine lange Lötspitze. Da kann man auch einen Nagel oder sowas noch dran löten. Und damit habe ich hier mein Grasmaster selber gebaut. Mit dem freien Kabel gehe ich auf die Anlage, die ich vorher mit Weißleim-Wassergemisch angefeuchtet habe. Ein bisschen Spüle rein, das ist auch nicht der ist besser vernetzt. Und hier oben in das Sieb kommt dann kommen die Grasfasern rein. Hier an der Seite ist der Anschalter, drückt man drauf und dann streut man das Gras. Und weil die Hochspannung nicht ganz so hoch ist, sollte man ein bisschen näher rangehen, damit die Feldstärken höher sind. Was man allerdings beachten sollte, man sollte weder hier dran noch hier dran mit der Hand kommen. Wenn man hier unten den Griff vom Sieb hat, den sollte man auch möglichst isolieren. Deswegen ist hier so viel Klebeband drum. Man kriegt dann doch ab und zu mal einen gewischt. Würde ich nicht empfehlen, wenn man Herzkrankheiten oder sowas hat oder ein vorgeschädigtes Herz hat, aber ansonsten ist es ungefähr so, wie wenn man mit Turnschuhen und Wollsocken oder so in die Nähe einer Heizung kommt. Man erschreckt sich, es zwitzelt und tut ein bisschen weh, aber es ist relativ ungefährlich. Also Nachbauen auf eigene Gefahr ist nicht ganz ungefährlich. Man kann sich damit elektrische Schläge einholen. Prinzipiell aber eher auf der unbedenklichen Seite. Und wie gesagt, das Ding hier insgesamt mit Küchensieb und allem, weiß nicht, unter 10 Euro. So ein Grasapplikator 100, 150 oder selbst wenn man die China-Kopie nimmt, die sind glaube ich auch noch bei 50. Genau. Softwaremäßig hat sich nicht viel getan. Ich zeige euch nochmal ganz schnell dann auf dem Computer, was ich noch geändert habe. Im Wesentlichen bin ich auf Plattform.io gewechselt von der Arduino-Umgebung
und habe den Code ein bisschen aufgeräumt und noch eine ordentliche Anleitung geschrieben, die auch unten in der Beschreibung verlinkt ist. Und ich habe die LEDs noch hinzugefügt über die Fastlet Library. Ansonsten ist der Code im Wesentlichen unverändert zu dem, was ich euch beim letzten Mal gezeigt habe. Sind jetzt wieder am Rechner. Wie ihr seht, die Entwicklungsumgebung sieht jetzt ein bisschen anders aus. Platform.io basiert auf Visual Studio Code. Visual Studio Code gibt es für alle Betriebssysteme, das heißt, es sieht auf dem Mac, auf Windows und auf Linux fast ähnlich aus. Und Platform.io gibt es auch für alle diese Betriebssysteme. Was ist anders? Naja, zum einen gibt es jetzt hier ein bisschen eine Struktur, das ist nicht mehr nur einfach ein File, das irgendwo rumliegt, sondern ich habe jetzt hier auch noch ein paar Verzeichnisse, Doku, Include und so weiter. Da ist nichts drin, aber die Struktur wird automatisch angelegt. Der Code selber liegt jetzt unter Source in der Datei main.cpp. Und es gibt noch eine Lizenz, eine README und diese Plattform.io INI-Datei. In der Plattform.io INI steht drin, was wir alles so noch zusätzlich brauchen. Da ist einmal definiert, für welche Umgebung wir kompilieren, hier in diesem Fall also für ein D1 Mini. Und das ist unser Default Environment. D1 Mini Base ist hier unten. Wir haben Plattform 8266, das ist die Chip-Familie. Das Board ist ein D1 Mini. Wir benutzen das Arduino Frameworks. Wir haben noch ein paar Buildflags für den Compiler, ein paar Check-Tools und Check-Flags. Das heißt, der sagt also auch, welche Warnungen er hat und alles. Und damit habe ich mir meine Basisumgebung definiert. Ich habe mir jetzt noch zusätzlich hier eine Over-the-Air-Umgebung definiert, die dann im Netz nach einem Chip sucht, der sich als Waldbahn identifiziert und dort dann den Code über ESP-OTA, also ESP-Over-the-Air-Protokoll, hochlädt. Genau, was man unbedingt noch machen muss, ist hier diese Library Dependencies angeben. Man kann hier spezielle Versionen angeben. Man kann sagen, auch ab dieser Version geht's. Also hier zum Beispiel bei der Fast-LED-Library. Das bedeutet, ab der Version 3.3.3, so lange die neuere nehmen, bis es keine großen, also solange es keine großen API-Changes gibt. Wenn es irgendwann eine API-Change gibt, dann bleibt es auf der neuesten Version mit der alten API noch. Und hat den Vorteil, dass dann auch bei einem Library-Update mein Code immer noch kompiliert und nicht kaputt geht. Und ich kontrolliert sagen kann, okay, jetzt gehe ich auf die nächste API und kann auch mit der neueren arbeiten. Der Code selber hat sich nicht viel geändert. Was hinzugekommen ist, ist hier diese Fast-LED-Library und die dazugehörigen Definitionen. Und zwar, jetzt muss ich hier unten gucken, da ist es. Ich habe einen Neopixel-Strip, der aus 80 cm, also er ist 80 cm lang und hat 16 Segmente A3 LEDs, die ich ansteuere. Das Ansteuern geschieht über den Pin D3 und das Anschließen ist relativ einfach. Also dieser LED-Strip hat drei Kabel, eins geht auf Ground, eins geht auf plus 12 Volt und der Datenpin geht dann halt hier an D3. Weiter unten wird dann das Ganze initialisiert in der Setup-Routine. Genau, hier sind wir bei der Setup-Routine. Das mache ich relativ am Ende. Licht einschalten, hier sind wir. Und zwar definiere ich erstmal hier meinen LED-Strip. Das heißt, ich sage hier Fast LED, du hast jetzt einen WS2811-basierten Strip dran. Das steht im Datenblatt von dem Leuchtstreifen. Ich übergebe hier den Datenpin, den habe ich weiter oben definiert als D3. Die Reihenfolge der Pixel ist BRG, also blau, rot, grün. Das haben wir ein bisschen rausfinden müssen. Das ist bei diesem Strip ein bisschen anders. Normalerweise sind es rot, grün, blau. Hier ist es irgendwie geschiftet. Deswegen passten die Farben alle nicht. Kann man einfach mal ausprobieren, indem man einfach mal rot anschaltet und grün anschaltet und blau anschaltet und gucken, ob das tatsächlich rot, grün und blau sind. Wenn es nicht ist, dann kann man es hier einfach umdefinieren und dann werden die in der richtigen Reihenfolge angesteuert.
Die kriegen noch ein Array mitgegeben, also dieses Array LEDs habe ich weiter oben definiert. Und dann sage ich ihm noch, ich habe NumLeds LEDs hier definiert auf 16. Und dann gehe ich einfach mal durch alle LEDs von 0 bis Anzahl der LEDs und setze die auf eine Farbe. Ich habe jetzt hier eine Farbe mit einem Namen genommen, also Color RGB Bisque heißt es. Das ist so ein leicht gelbliches Weiß. Ich kann aber auch hier zum Beispiel direkt einen RGB-Wert angeben, also zum Beispiel hier 255, 255, 210. Das wäre auch ein leicht gelbliches Weiß. Und dann sage ich noch, jetzt mach bitte die LED an. Das war es eigentlich schon. Wenn ich die Farbe ändern will, kann ich einfach hier dann eine neue Farbe angeben und so weiter. Das habe ich jetzt noch nicht drin. Was wahrscheinlich kommt, ist, dass ich einfach per Webserver oder so dann hier einen Schalter baue, wo ich dann sagen kann, okay, Tag, Nacht, und Tag ist dann gelbliches Weiß und Nacht ist ein dunkles Blau oder sowas. Und ansonsten hat sich im Code nichts geändert. Was sich geändert hat, ist, ich habe es jetzt in ein sauberes Verzeichnis gepackt. Unter gitlab.com Nils Pickert Waldbahn ist es jetzt zu finden. Da ist einmal dieser ganze Code eingecheckt, jetzt auch hier mit Versionsgeschichten und allem. Und ich habe hier unten in der README dann noch die Anleitung geschrieben, was man braucht. Hier sind dann auch verlinkt die einzelnen Teile, die man dann bestellen kann. Das sind Links zu Amazon oder teilweise sind es auch Links zu anderen Händlern. Kann man überall kaufen, also müsst ihr nicht bei Amazon machen. Wenn ihr einen lokalen Laden habt, kauft es beim lokalen Laden. Dann gibt es Streckenplan, die elektrischen Abschnitte, das Ganze, was ich in den Videos nochmal erklärt habe, die einzelnen Schaltpläne nochmal zum Nachgucken. Hier ist dann noch der große Schaltplan und das, wie man das Ganze dann installiert. Wenn man jetzt hier unter Doku schaut, da liegen dann nochmal die ganzen Schaltpläne als JPEGs und Bilder. Und die könnt ihr euch dann da auch runterladen und nochmal in groß anschauen. Geht übrigens auch, wenn man hier einfach draufklickt, dann wird es auch groß. Gut, das war eigentlich dann dieses Projekt. Und damit gehen wir mal wieder in die echte Welt zurück. Dieser Anlage bin ich jetzt dann wahrscheinlich erstmal so weit fertig, wie man mit Modellbahnen halt fertig sein kann. Und das nächste Projekt steht schon in den Startlöchern, wird auch wieder hier wahrscheinlich auf Videos kommen. Diesmal werde ich mal gucken, wahrscheinlich wird es digital werden. Das hier wandert jetzt in ein IKEA-Regal, irgendwo Arbeitszimmer wahrscheinlich. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeibleiben. Ich wünsche viel Spaß beim Nachmachen und beim Modellbahnen und bis zum nächsten Mal.